Eine Verbindung von Jung und Alt, traditionellen und neuen Einflüssen. Das macht die Fischinger Kulturzeit aus. Das Programm läuft bereits seit Januar. Die offizielle Eröffnung findet aber immer im Mai statt. Gemeinsam zusammenkommen und dann gemeinsam durchs kulturelle Jahr gehen. Darauf kommt es an, so Bürgermeister Edgar Rölz. Auf Einheimische und Gäste wartet wieder Altbewährtes. Wir haben im Juli, glaube ich, das Konzertmänner-Gesangverein, traditionell ein Chor, der sich dann einen Gastchor einlädt. Letztes Jahr haben wir wunderbar mit den Walsern einen schönen Abend gehabt. Dieses Jahr kommt ein Damenchor aus Dietmannsried. Das wird sicherlich eine ganz spannende Geschichte, das Frühjahrskonzert jetzt dann im Mai, natürlich der musikalische Höhepunkt unserer Musikkapelle, die ja Außerordentliches leistet und uns musikalisch sehr verwöhnt. Beim anschließenden Eröffnungskonzert spielte das Trio Maulquappen, Mundart und Kabarett in einem. Oder wie Sie sagen, Lieder, die das Leben schreibt. Gedichte, die die Welt nicht braucht. Musik und Spaß eben. Wir sind die Maulquappen und wir singen heim. Nach Fischen hergekommen, um hier der Kultur ein wenig nachzuhelfen, weil es da scheinbar fehlt. Sonst hätte man uns 3 Jahre nicht hergestellt. Die Maulquappen sind schon das 2. Mal bei der Fischinger Kulturzeit mit dabei. Letztes Jahr haben wir das als Kleinkunst im Heimathaus hinten in der Tenne durchgeführt. Da kannst du ja nur 40-50 Karten verkaufen und alle, wo dort waren, ich konnte leider nicht, weil ich beruflich verhindert war, waren begeistert und man hat gesagt, das wäre so toll gewesen. Haben wir gesagt, komm, das wollen wir auch im größeren Kreis nochmal ermöglichen. Und dann haben wir sie gefragt, ob sie bei der Eröffnung dann das Eröffnungskonzert der Kulturzeit machen und sie haben ja gesagt und wir freuen uns. Bei dem Dreiklang aus Konzerten, Ausstellungen und Vorträgen will die Fischinger Kulturzeit gute Unterhaltung liefern. Mal gemütlich und traditionell, mal klassisch hochkarätig. Das schafft die Gemeinde unter anderem durch die Zusammenarbeit mit dem Oberstdorfer Musiksommer und den Freunden der Musik. Gleichzeitig aber ist man immer bemüht, die Kulturzeit mit neuen Ideen zu würzen. So wird dieses Jahr ein Konzert im Gewächshaus einer Gärtnerei stattfinden. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel unseren Kreis Heimatpfleger eingeladen, der einfach mal so über das Thema Heimat, das ja in Oberstdorf schon anders wie in Fischen gesehen wird und dann aber vielleicht Richtung Memmingen nochmal ganz anders, auch das Thema Allgäu. Und das sind natürlich einfach Dinge, die interessieren und faszinieren auch, genauso wie unsere Flurwanderungen Ort erleben. Also wir nehmen jedes Jahr einen Ortsteil raus, wo man dann auch jemand, der sich auskennt, erklären. Das wird insbesondere von Neubürgern ganz, ganz toll angenommen. Das ist für die auch wichtig. Die sind gern da und wollen dann auch Bescheid wissen. Wer über die Fischinger Kulturzeit Bescheid wissen will, das gesamte Programm gibt's im Internet unter www.fischen.de.